Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder zurück aus dem Urlaub. Und ja, es sind jede Menge Spiele bei mir eingetroffen. Und wir fangen an mit Ratchet & Clank. Die haben ein neues Abenteuer namens All for One. Wir haben jetzt 11.36 Uhr, also ich werde versuchen, wieder so rund 15 Minuten anzuzocken. Und ja, dann schauen wir mal. Also, was mir hier jetzt mal direkt auffällt, die Kamera ist nicht frei. Ich meine, bei den anderen Abenteuern wäre die immer frei gewesen. Und was ganz cool bei dem Spiel hier anscheinend ist, man kann es mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig spielen, an einer Konsole. Oder halt auch online. Und das ist mit Sicherheit ganz wichtig. Wird dann aber wahrscheinlich mein Kollege, der Markus, drüber berichten. Von daher gehe ich jetzt hier einfach mal das erste Level an, oder zumindest so weit, wie ich komme, in 15 Minuten. Live aus Luminopolis, wo Dr. Nefarius einen lichtverzehrenden Zegrot auf die Stadt gehetzt hat. Ja, da habt ihr es gehört. Das Problem ist hier dieser komische Zegrot im Hintergrund. Den muss ich irgendwie holen. Und deswegen schnetzel ich mich hier erstmal durch ganz einfache Gegner. Lerne das Spiel langsam kennen. Ja. Und wer Ratchet & Clank kennt, der weiß ja auch, was einen hier mehr oder weniger erwartet. Oh, ein Schwunghaken. Na, das ist natürlich auch witzig. Das hat man sich aber irgendwie ein bisschen von Super Mario angeguckt, würde ich sagen. Aber funktioniert gut. Nein, ich will nicht zurück. Wow, Hilfe. Das hätte aber auch daneben gehen können. Greifen mich hier gar nicht an, sind hier nur zur Dekoration da. Sieht so aus. Na ja, gut, das habe ich. So, da ist der große Typ da. Hammer. Der gehört mir. Ja, richtig. Absolut gnadenlos, Freunde. Gerade macht sie Rusty Pete's Fitnessburgerladen platt. Und dabei war der vegane Weißengras-Baumhüttenburger so beliebt. So. Da noch ein bisschen drauf. Und pum. Was soll ich jetzt hier machen? Die beiden. Witzig. Da mache ich so einen Superschlag. Das ist auch cool. Gut. Gespeichert ist auch. Schlagangriff. Ja, Ratchet & Clank ist wie immer ziemlich toll. Hat hier nur jetzt deutlich mehr, wow, Sprungeinlagen. Oh, da muss man aber aufpassen hier. Ah, da kommt er. Und jetzt? Ja, witzig. Wie heißt das Viech nochmal? Zikrot oder so? Ja. Luminoid. Oh, jetzt kommen auch die ersten Gegner, die mich wirklich angreifen. Ah, sehr durchschlagsfähig. Sehr gut, gefällt mir. Oh, oh. Da kommen aber ganz schön viele. Und weg hier. Ich helfe dir, Ratchet. Wow, Hilfe. Mit L2 ist man mit Leiter. Ah, okay. Also wenn man alleine spielt, hat man hier einen KI-gesteuerten Begleiter und den kann man anscheinend auch wunderbar steuern, wenn man ihn jederzeit einfach mal so zu sich ziehen kann. Das finde ich gut. Einfache, aber effektive Lösung eines nicht allzu seltenen Problems. Hä, wieso kann ich da nicht hin? Achso. Hm, naja, gut, okay. Wir haben in der Ecke hängen geblieben. Haha, witzig. Ja, und jetzt? Mein Begleiter hilft mir hier, wunderbar. Ich bin hier drüben. Ach du Scheiße. Clank, ich brauche deine Hilfe.
Er will zur Luftstraße. Los, wir müssen dranbleiben. So, okay, dann muss ich wieder hoch. Ja, von der Kamera ist das teilweise ein bisschen unübersichtlich. Hätte auch vielleicht daneben gehen können, aber naja. Ich vertraue ja mit meinen Fähigkeiten als Jump'n'Run-Spieler. Ich bin hier drüben. Ach, R2. Und dann? Ach, und das. Ja, okay. Springt der einfach da runter? Nicht cool. Aber man erscheint direkt hier bei seinem Begleiter. Das ist ja ganz in Ordnung. Okay. Aber ist das vielleicht nicht vielleicht ein bisschen einfach? Na, bin ich ja mal gespannt. So, da ist der Speicherpunkt. Egal, gehen wir hier einfach mal weiter. So, was hatte ich gesagt, habe ich angefangen? 11.36 Uhr, glaube ich, ne? Ja. Dann spielen wir jetzt schon 6 Minuten. Wir wissen das also noch. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, dass man hier die Kamera nicht frei bewegen kann. Aber optisch sieht das doch richtig fein aus, oder? Na, ja, wie immer eigentlich bei Sony-exklusiven. Spielen. So. Und was mir wirklich sehr gut gefällt, die Entwickler haben sich hier auch wirklich Gedanken gemacht, abwechslungsreiche Passagen zu bieten. Das ist cool. Das gefällt, gefällt, gefällt. Oh, oh. Das ist ja interessant. Dies ist die 7. Zerstörerkreatur, bei deren Entfesselung Präsident Quark so nach seiner Amtseinführung mitgeholfen hat. Okay, jetzt darf ich Polizeiautos ausweichen. Auch witzig. Also ich weiche jetzt gerade hier... Oh, wow, wow. Hilfe. Okay, gut. Ich weiche jetzt hier durch Gewichtsverlagerungen aus. Auch sehr witzig. So, und das wird dann wahrscheinlich hier meine kleine Größe-Herausforderung. Ah, okay. So, jetzt darf ich hier irgendwie rum... Eine gute Gelegenheit, gleiten. Auch witzig. Also da waren die Entwickler echt kreativ, das ist gut. Wow. Jetzt wird es etwas hektischer hier. Okay. Hä? Ach, da drüben. Ja. Okay. Eine interessante Entwicklung. Offenbar sind auf Geschwindigkeit diese Viecher umschlagen. Auch witzig. Ich bin keine Expertin, aber Reinigungsrobot. Nicht zu Dr. Nefarius zu gehören. Na. Diese Roboter ist aus, dass wir du schießt mich doch nicht hier mit irgendeiner Scheiße, oder? Nein, das würdest du nie tun. Ach, egal. Weiter im Kontext. Wow, guck mal, was der Kleine hier für mich aufräumt. Witzig. Haha, kann man da runterschießen. So. Hallo, okay. Liebe Bürger, vielen Dank für eure Teilnahme an Freundschaft durch Feuerkraft. Ah, hier kann man jetzt wieder seine Waffen aufrüsten. Das war natürlich auch immer ein ganz großer Part in den Spielen von Ratchet & Clank. Aber wie ihr seht, ich kann jetzt hier noch nicht wirklich viel machen. Naja, egal, was ich kaufen konnte, konnte ich jetzt benutzen. Wow. Okay. Zuerst nehmt ihr die Waffe aus dem Halfter. Okay, Schutzverkehrung, Haftungsausschluss, Warnungen, bla bla bla. Aha, okay, so. Erster Schritt, feuern! Achso, mit dem rechten Analogstick kann ich die Waffen aussuchen. Wie schießt man nochmal? Achso, mit L1. R1, R1, R1. Technik, mit der naja. Mit der Geschwindigkeit gewinnt man hier aber kein Geschwindigkeitsduell. Was mich war egal. Das funktioniert. Hat, war, wie ungern sich die Leute erschießen lassen. Wenn euer Ziel nicht stillhalten will, versucht es mit der Waffe anzuvisieren.
mit L1 anvisieren, okay. Wird ab und zu Hilfe brauchen. Feuert eure Brenner gleichzeitig ab, um einen mega geladenen Feuerstoß zu entfesseln. Ja gut, man kann auch einfach die Taste halten, aber gleichzeitig. Wie ist das jetzt gemeint? Ah, okay. Haha. Okay, so geht das natürlich auch. Das Grenzenwaffen tragen. Danke für eure Teilnahme am Freundschaft durch Feuerkraftprogramm. Wo ist denn hier der Kleine wieder hin? Wie heißt er nochmal? Ich glaube, das war Clank, oder? Ja. So, da sind dann auch diese komischen Viecher hier deutlich einfacher wieder. Was ich jetzt natürlich ein bisschen blöd finde, die Charaktere suchen die Ziele selbst. Bedeutet, ich muss hier gar nicht viel machen. Ich muss eigentlich nur Dauerfeuer halten. Ist vielleicht im Weltraumspiel ganz lustig, aber hier hätte ich doch schon etwas mehr Freiheit gern. Naja, gut. Und die nicht identifizierten Roboter folgen ihm. Sie müssen wegen des Begrüßen hier sein. Autsch. Komm unter dem Schreibtisch raus. Ich folge der Wahrheit. Oh, die können jetzt ausschießen. Okay, jetzt wird es etwas anspruchsvoller, glaube ich. Oh oh. Nein! Okay, jetzt kann ich richtig rumballern. Wie es scheint, yeah, haben unsere Helden neue Waffen gefunden. Glaubst du, sie können den Sinn nicht überwinden? Wenn mich meine drei E in 1 gelehrt haben, dann, dass Täuschung und Überraschung der Schlüssel zu einem erfolgreichen Ansatz sind. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich muss enttäuschen, dass ich hier eigentlich nur Dauerfeuer halten muss. Vielleicht wird das Ganze viel zu einfach. Wäre doch viel sinnvoller gewesen, wenn ich hier ein bisschen mehr eigenständig zielen könnte. Hm. Ein bisschen schade. So. Au, oh, fuck, die kann ja auch schießen. Oh, mach doch nicht unsere Deckung kaputt, du Idiot. Gibt's da nicht. Oh, ich hab keine Munition mehr. Scheiße. Hat mir jetzt hier wirklich Munition oder ist das nur ein Spieleffekt? Das habe ich jetzt hier ganz gepeilt. Naja, da muss es halt so gehen. Also hier habe ich jetzt aber wieder Munition. Aber der schießt nicht um. Oh, ich glaube, ich sterbe gleich. Scheiße. Munition gefunden. Ja, wunderbar. Okay, man hat wohl Munition. Wo steht denn die Munition? Ach, da oben neben der Energieanzeige. Okay, dann sollte ich vielleicht doch mal etwas sparsamer damit sein. So, liebe Leute, ich unterbreche mal an der Stelle, weil ich habe zu viel aufgenommen. Deshalb hier mein Endfazit, Ratchet & Clank ist ein wunderbares Spiel, macht echt Spaß, kommt man wunderbar rein. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, auf den ersten Blick. Den vollen Test liefern wir natürlich demnächst auf PlayStation Vita und Spieleberichte.de. Ja, und damit wäre dann auch alles gesagt, abonniert uns, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschö, euer Steven.